Sandy und heute Haselnüsse auf Bäumen finden. Da bin ich mal gespannt. Normalerweise muss man, glaube ich, an den Bäumen schütteln und dann sieht man, ob da halt welche runterfallen oder nicht. Aber ich glaube, mit der Mod, die wir drin haben, müssen wir die, glaube ich, direkt schon sehen am Baum. Weil, warum muss man schütteln, wenn man etwas eigentlich offensichtlich sehen kann, ob es da ist oder nicht? Ich meine, im Real Life, wenn man sowas haben will, dann kann man ja auch gucken vorher. Und nicht auf gut Glück einen Baum schütteln, wobei... Ja. So einen fetten Baum, der lässt sich nicht einfach mal so schütteln, außer so ein kleiner. Da, komm her. Was? Ich muss hier echt umstellen. Umstellen. Achso, da muss ich mit der Hacke draufhauen. Umstellen. Alles woanders hin. Ich weiß nicht, wo ich was hinstellen soll. Und der Fernseher kommt dahin. Irgendwie. So. Und der Stuhl kommt dahin. Jetzt dahin. Da, dahin. Das Bild kann rüber. Übers Bett. Das Bild kann dahin. Das Fenster kann dahin. Das Kleine kann dahin. Pflanze dahin. Dann den Bären. Einmal werden wir noch das und das. Der Kamin, den packe ich hier hin, weil Schlafzimmer soll schön warm sein, ne? Dann war sie da. Blumen können da von mir aus drüber. Der kann dahin. Ja, sieht jetzt nicht mega krass aus, aber für das erste bisschen aufgeräumt. Ein fensterloses Schlafzimmer, ganz fragwürdig. Ja, guten Morgen, da ist jemand von den Toten auferstanden. Übrigens, ich habe jetzt genau einen Tag gespielt. Ich streame seit einer Stunde und ich war gestern die ganze Zeit nur im Untergrund. Hi Florian, guten Morgen. Achso, ich habe eure Sachen geerntet und die in die Kiste gepackt. Die scheint es gut zu gehen. Die Farm sieht super aus. Wieso kommt die denn jetzt zu mir? Also, du bist schon eine Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast, richtig? Nee, ich hab's gefunden. Ich hab's nicht hergestellt. Nun, wusstest du, dass du mit Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist der Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Scheiße. Ich habe den ganzen Stoff außer ein einziges für das Community Center habe ich verkauft. Ich habe das voll vergessen, dass man bei ihr Klamotten herstellen kann. Nein! Und mit dem Schneiderhandwerk zu Beginn benötigst du ein Stück Stoff und zwei... Und ein zweites Teil, experimentiere rum und schau, welche einzigartigen Stile es gibt. Ach man. Ach, das Iridium-Erz geht da automatisch rein. Alter, ich... Deswegen war das weg. Ich habe mich schon gewundert, wo ist mein Iridium-Herz hin? Und da unten ist noch ein Kürbis aufgeploppt. Wo kommt der denn? Wo kommen die denn her? So haben die denn länger gebraucht? Oder habe ich die übersehen? Ja, ich packe die auch mal in eure Kiste. So, zack. Eins haben wir noch. Kann es eigentlich sein, dass das da oben immer noch eine Stunde braucht? Es war doch sonst immer so, dass wenn man geschlafen hat, ist es fertig. Beim Rest hat es ja auch geklappt. Was ist denn mit dem Quarz los? Ist der verbuggt oder was?
Aber jetzt geht die Zeit runter. Du hast es geschafft. Ich bin sehr beeindruckt. Genieß deine Belohnung. 10.000, weil ich eben eine 25 erreicht habe. Krass. Hallo Florian, ich wollte dich nur an das Stardew Valley Volksfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort, Bürgermeister Legis. Ja, machen wir. Deswegen habe ich, ach so, jetzt habe ich gar keine Gießkanne dabei. Deswegen habe ich meine neuen goldenen Kürbisse nicht verkauft. Weil die wollte ich da reinpacken, dann die neuen. Was wollte ich machen? Genau, ah, Gießkanne. Wollte ich sonst noch was? Eine Hacke vielleicht, um neue Sachen anzubauen, weil hier ist über. Jetzt wollte ich da. Jetzt wollte ich da Wasser aufsammeln. Genau, neue Sachen anbauen. Aber erstmal gießen. Ich muss das da unten automatisieren, das nervt mich. Oder eigentlich kann ich auch drauf scheißen. Das bisschen Selbstgießen ist jetzt auch kein Weltuntergang. Einmal kann ich hier noch alles vollkacken mit Kürbissen. Dann machen wir zuerst die Vorbereitungen. Glüm, glüm. Wieder so viel weg. Menschenskinder. Dann der Pornobalken, der nicht gegossen wird. Ah. Sobald Winter ist, werde ich das alles nochmal optimieren. Glück. Glück, 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 Glück. Papa. Papa. Da unten wird nicht gegossen. Gut, dann lasse ich das aus. Weil warum sollte ich da dann was pflanzen wollen, wenn es nicht gegossen wird? So, so, so. Hier auch noch. Schon 9:30 Uhr. Warte mal, kann ich noch eins weiter? Ja, nee, ich glaube nicht. Ist noch eine Stelle. Mal gucken, ob ich da überhaupt was hinpacke. Ey, jetzt braucht der Quarz schon wieder 50. Irgendwas stimmt mit dem Quarz nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist irgendein Bug oder so. Weil der geht nur runter, wenn ich da wirklich aktiv drauf gucke. Jetzt ist 40, obwohl gerade die Zeit nicht um 10 hochgegangen ist. Ach, das ist doch bescheuert. Aber die anderen gehen runter. Glaube ich. Ja, weil die fangen bei 7 an. Das ist 7 oder 8 Stunden. Was ist mit dem Quarz? Das nervt mich gerade schon echt ziemlich. Mach mal kurz die Zeit ein bisschen schneller, damit es schneller weggeht. Und dann stelle ich wieder hoch. Na komm, jetzt. 10. Komm, mach schneller. Komm, danke, jetzt stellen wir wieder hoch. 12. Hä? Jetzt steht da 1 Stunde 30. Das spinnt. Das spinnt komplett. Ich lasse das jetzt. Ich hab da jetzt keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden. Ach, scheiße. Wir sollten ja heute zu Sophia gehen. Oh. Habe ich ja voll vergessen. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wo ist denn mein Zeug? Schinke. Da. Komplett vergessen. Scheißendreck. Diese Farmarbeit. Lässt mich Dinge vergessen, die ich nicht vergessen will.
Gott, ich hoffe, die ist zu Hause. Nicht, dass die jetzt nicht mehr zu Hause ist. Und sich denkt so, jetzt ist er nicht gekommen, jetzt mache ich alles alleine, Arschloch. Und ich hoffe, dass die Zeit nicht übel krass geskippt wird, wenn wir jetzt da hingehen, weil wir sollen ihr ja helfen. Und es kann gut sein, dass dadurch die Zeit verändert wird. Das wäre ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte ja einkaufen gehen. Ach Mann, ey. Ja, ich sammle gerade mit Absicht nichts ein. Weil I don't need. Okay, gut. Oh, du bist hier. Lass uns zur Arbeit gehen. Ich habe auch ein paar Snacks fürs Spätere gemacht. Au. So, jetzt wird der Raum einmal. Dings, Sophia und ich haben das Zimmer ihrer Eltern geputzt und organisiert. Das hat viele Stunden Arbeit gekostet. Oh, jetzt sieht es viel schöner aus in dem Raum, statt mit diesen ganzen Kisten. Ich denke, das ist alles. Danke für deine Hilfe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Super. Hey, ich werde dir morgen etwas ganz Besonderes per Post schicken. Nochmals vielen Dank. Ja, ich weiß auch schon, was man bekommt. Dieses super teure Wein-Geschenkekorb-Ding. Glaube ich zumindest, dass das war. Das hat schon ewig her, dass ich mit ihr die Freundschaft aufgebaut habe. Und da ist sie. Moin. Ich weiß deine Hilfe beim Zimmer meiner Eltern wirklich zu schätzen. Es sieht genauso aus, wie es früher einmal war. Ist es okay, wenn ich dich umarme? Du umarmst Sophia. Oha. Guck mal, ich habe hier noch was für dich. Für mich, vielen, ich danke dir vielmals. Ja. Ah, Hälfte! Mann! Sei fix! Jetzt müssen wir die ganze Zeit mit dir reden und erst nächste Woche wird es wahrscheinlich voll sein. Ah! Das Spiel hasst mich. Naja. Boah. Gehen wir einkaufen. Aber nicht bei Pierre, weil Pierre ist mir zu teuer. Also eigentlich nicht, aber der kleine Unterschied, den will ich trotzdem noch ausreizen, solange Jojo noch da ist. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne was zum Kaufen. Feensaat. Hatte ich das? 180. Egal. Wir kümmern nur Kürbisse. Erntewert 352. Ich mach mal 200. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir haben. Wahrscheinlich bleibt sogar noch ein bisschen was übrig. Das ist aber dann auch voll okay. Ach, scheiße. Ich wollte ja noch runter. Museum. Und so. Hat er denn jetzt heute offen? Weil das bewegt sich nicht. Oh, okay, gut. Das scheint zumindest da zu sein. Geode aufbrechen. Hier, bitteschön. Quatsch. Irgend so ein Löffel. Rostiger Löffel. Quatsch. Getrockneter Seestern. Und ein. Boah, was? Man kriegt einen goldenen Kürbis daraus? Das wusste ich gar nicht. Krass. Aber den kann ich hier nicht abgeben. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Den spenden. Ja, rostigen Löffel. Sieht gut. Hier noch so ein Skelettteil und noch ein Skelettteil und eine neue Belohnung und das ist super und ja, die holen wir uns mal ab und da haben wir ein Faultier-Skelett, ein Teil davon. Ja, gut. Oh. Kann man aufstellen, wenn man die restlichen Teile auch hat, sonst macht es irgendwie nicht so Sinn, behaupte ich, weil ja. Was will ich damit? Ich
So, Hasenpfote fehlt hier noch der Granatapfel. Apfel haben wir auch nicht. Haben wir auch nichts. Haben wir auch nichts. Was haben wir denn noch? Ach ja, Stoff und eine Kirsche. Stoff, Kirsche. Keine Ahnung, wo nochmal das war. Ach, beides hier, perfekt. Stoff, Kirsche. Dann haben wir das definitiv auch fertig. Granatapfel noch. Und Ding. Und dann fehlt nur noch das. Gewächshaus haben wir halt. Es wäre halt schon. Es wäre schon sehr geil. So, achso, sonst haben wir nichts mehr, ne? Nee. So. Kümmern wir uns mal um die 200 Kürbisse. Die sollten ja noch wachsen. Mit meinem Boost. Heute haben wir schon wieder Glück, oder was? 0,082. Ja, gut, ne? Ja, gut. Bisschen Glück kann man immer haben. Immer so wenig. So ein richtig fancy Glückstag, wenn man das. Warte, ich hau erstmal den anderen Scheiß weg. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht mehr. Den goldenen Kürbis werde ich sowas von aufheben. Achso. Dann mein Skelettding brauche ich auch erstmal nicht. Ja. Alle Samen in die Erde. Lass die Erde besamen. Okay, also ich werde nicht alle Felder hier voll bekommen. Aber das macht ja nichts. Aber gut, dass ich nicht zu viele gekauft habe. Das wäre nämlich noch ärgerlicher geworden. Dann müsste ich nämlich noch mehr Platz machen. Oder so. So, dann gießen wir die auch noch mal. Da habe ich halt trotzdem ein bisschen Platz. Aber eigentlich könnte ich ja auch noch ein paar mehr holen. Noch haben die Läden offen. Weil, warum nicht? Das ist der Balken, den ich immer selber gießen darf. Mann, Mann. Mann, Mann. Ja, du auch noch. Auch noch. Die Reihe. Das. Okay, boah, wie viele werden denn das da noch sein? 50? 60? Ah, komm, scheiß drauf. Wir holen noch ein paar. Aber dieses Mal bei Pierre. Ja, wir müssen die örtlichen Händler auch mal ein bisschen unterstützen. Ein paar mehr Kürbisse. Brauchen wir jetzt aber schnell Lauf. So, Hallöchen. Pierre, moin. Pierre, moin. Hallo, Lea. Hallo, Lea, Lea. Ich habe über das Wochenende ein paar wilde Pilze gefunden. Achte gut auf den Boden vor dir und du wirst selbst Pilze finden, da bin ich mir sicher. Ich habe auch schon so viele Pilze gefunden. So, dann holen wir. Oh, hier kosten die einfach 100. Na egal, scheiß drauf. Oh, nur 80, komm. Wenn es jetzt so wieder zu wenig sind, dann raste ich aus. Wenn es ein paar zu viele sind, dann ist es okay. Es soll nur nicht zu wenig sein. Dödem, 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 dödem. So, laufen wir zurück. Also ein bisschen Mutter Erde frei. Hier zum Beispiel. Da auch noch. Hier auch noch. So, und dann laufen wir wieder unsere Strecke lang. Ich habe, glaube ich, schon wieder zu wenige. Kann es sein? Ach nein. Wobei, zwei Reihen habe ich noch. Die hier.
Und die da. Boah, was? Eins. Eins zu wenig. Ach, passt schon. Also wegen einem. Okay, da oben könnte ich jetzt auch noch mal ein paar holen. Aber das ist schon. Das passt schon. Das passt schon. Hier machen wir den großen. Quatsch. Auch noch mal. Dann mal einzeln. Einzeln. Nochmal Double. So. Cool. Ich brauche noch 8 Tage. Ey, ich rieche ja das Geld. Oh, ich bin so geldgeil. Achso, nicht, aber in dem Spiel schon. Im Spiel bin ich echt 17 Stunden noch. Aber das mit dem Quarz, das fuckt mich schon ab. Der ist jetzt anscheinend immer noch nicht fertig, oder? Ach doch, jetzt ist er fertig. Der Quarz ist fertig. Aber wo wird der jetzt eingelagert? Hä? Automatisch da rein? Der automatisch da reingelagert? Ich habe keine Ahnung. Gut. Und der letzte Iridium. Zack, dann haben wir 1, 2, 3, 4. 8 Stück haben wir dann. Cool. Barren Iridium. Oh mein Gott. 9 Kürbisse, die kann ich schon mal rausholen für morgen. Wir brauchen trotzdem Kohle. Ach du Kacke, wir haben so gar keine Kohle. Ah, wir brauchen Kohle. Und so viel noch. Ich weiß auch nicht, wie viel nochmal eine Verbesserung für die Hütte kostet. Soll ich einfach. Ach komm, scheiß drauf. Ach nee, wir haben ja. Ach nein, uns fehlt Holz. Ach egal, wenn wir Holz brauchen, dann kaufe ich Holz einfach nach. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Steinholz. Ja. Aber warte mal, brauche ich vielleicht. Ja, okay, Fasern habe ich nicht. Ich probiere es einfach. Ach, scheiße. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch pünktlich schaffe zu Robin oder ob die heute überhaupt ihr Geschäft offen hat. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Dann weine ich. Schon wieder Pilze. Weiß auch gar nicht, wie lange sie offen hat. Bis 16, 17 Uhr? Nein! Opi! Nein! Nein, Opi, jetzt nicht. Linus, ey. Oh Gott, sie ist noch da. Hofgebäude. Okay. Schuppen, Fischteich, Hütte, Hütte, Hütte. Pferdestall, Schleimstall. Großer Hühnerstall, großer Stall. 450. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ah, das wird teuer. Ah. Ah. Oh, Jesus im Himmel. Oh nein. Ah. Oh. Oh. I. A. U. A. Ah. Quatsch. Okay. So, ich hätte gern den großen Stall abbauen. Ich habe nur einen Stall. Solange man nur einen hat, sollte das automatisch passieren, finde ich. So, zack, hier bitte. Thorin hat den Bau von A großer Stall beantragt. Okay, ich werde übermorgen damit anfangen, an deiner Verbesserung für das Hofgebäude Stall zu arbeiten. Ich nehme mir an Festtagen immer frei. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber dann fängt sie trotzdem schon mal straight an zu arbeiten, weil morgen hätte ich es nicht beantragen können. Und da wäre ich fuchsteufelswild geworden. 70.000 haben wir noch. Also gut, Geld ist noch übrig. Wow, wow, wow. Überleg grad. Was kann ich denn jetzt noch machen? Angeln habe ich aktuell gar keinen Bock. Erst im Winter wieder. Weil ich habe in dem Herbst schon mehr als genug geangelt. Der Mine war ich gestern. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist 16 Uhr, ich kann also auch kein Werkzeug abgeben. Ja, ups, ich will es doch nicht verkaufen. Oder geht das schon noch, wenn ich jetzt einfach Werkzeug verbessern schicken? Du hast nicht genug Metallbahnen, Kupferwachs zu. Ach, das geht trotzdem. Was will ich denn verbessern?
Da fängt sie an. Ich kann irgendwie nichts verbessern. Ich habe kein Eisen. Ja, egal. Eisen. Kein Eisen. Immer diese Eisenprobleme. Ja, egal, dann geh ich pennen. Mir fällt gerade sonst nichts ein. Naja, ins Bett schlaf ich schlaf. So. Und ich habe, oh, krass, 140. Ich bin ja richtig krass rich. Ich bin so rentabel. Es ist nicht mehr normal. Hm. 70.000 habe ich wenigstens wieder glatt. Hören wir uns mal. Oh, Brief. Na du, danke, dass du mir bei der Renovierung des Zimmers meiner Eltern geholfen hast. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Vor allem nicht die schweren Sachen. Ich weiß, es ist seltsam, dass ich alles eingepackt und wieder zurückgebracht habe. Ich nehme an, es war ein Sinneswandel. Anbei findest du eine Flasche meines am besten gealterten blauen Mondweins. Danke, Dummkopf. Sophia. Dummkopf. Zack. Das Ding ist 10.000 wert. Bringt aber 7 Glück. 7 fucking Glück. Das werden wir so aufheben. Also, die 7 Glück behalte ich. Ach lol, das wird jetzt alles da reingelagert. Das nervt ein bisschen. Soll ich hier rein? Aber ich kann jetzt trotz. Kann ich. Also ich probiere es einfach mal aus, ob es jetzt noch geht. Oh, es geht doch. Geil. 2 Tage. Nice. In 2 Tagen. Ach so, ja, genau. Heute ist das Fest. Heute ist das Fest. 2 Stunden. Das Fest, wann fängt denn das an? Steht da nicht. Perfekt. Egal. Kümmern wir trotzdem erstmal kurz um hier alles. Wahrscheinlich auch um 10. So wie fast alles. Wieso sind da eigentlich ein paar Sonnenblumen schneller als die anderen? Ach, das sind die, die ich gepflanzt habe. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, hier Mais ernten. Ernten, 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 ernten. Oh mein Gott, ich habe was vergessen. Ich habe gestern was vergessen. Das fällt mir jetzt erst ein. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich hoffe, oh oh. Ich laufe da gleich mal hin. Oh no. Oh no. Ich bin so vergesslich. Das ist doch scheiße. Ach nein, ach nein, ach nein. Meine Armen. Ich habe meine Tierchen vergessen. Oh, Scheiße. Oh, Honig. Honig. Zack. Oh, ein Handwerk. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, ich hoffe, ihr hättet noch genug Essen, weil ihr habt ja immer ein bisschen mehr. Weil es sind nur 2, aber die haben für 4 Futter. Oh nein, oh nein. Bin so böse. Aber es scheint ihnen noch gut zu gehen, weil, sagt, die haben doppelt Essen da gehabt. Also, dass ich die vergessen habe, ne? Das behalten wir unter uns. Es ist nie passiert. Katze hier kriegt auch noch Liebe. Ja, komm, hier kriegt auch noch Wasser. Milch weg, Tier, Ei weg, Ei weg. Schauen wir noch mal unten hin, wie es da soweit aussieht. 7 Tage. So, oh ja, Preiselbeeren. So, mal gießen. Und morgen jetzt wieder Weintrauben.
Die guten Traumweinis. Du. So, Preise weg. Ja, das passt. Aber jetzt geht's wieder. Also keine Ahnung, was das für ein Bug war. Also gar kein Plan. Aber sehr komisch. Mit dem Quarz. Aber interessant auch. Ja, mal ein bisschen lernen. Ich warte die noch ab. Hau neue rein. Und dann gehen wir zur Stadt, wenn wir denn schon dürfen.